Festungsschlüssel. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür der ist. Muss man da mal gucken. Ah, hier ist ja nichts mehr, ne? Hier ist noch was. Falkion, Zauber. Okay. Gucken wir mal. Dum, 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 der hier. 120 und 53. Gar nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich ist das nur so ein vorübergehender Zauber, der da drauf ist, kann ich mir vorstellen. Was wir ja auch auf unsere Waffe machen könnten. Was ich bislang noch nie gemacht habe. Irgendwann werde ich das wahrscheinlich auch benutzen. So, hier geht's erstmal nicht weiter. Okay. Festungsschlüssel. Ich überlege gerade, für welche Tür das sein könnte. Bin ich mir gerade unsicher. Also wahrscheinlich schon für das Gebiet natürlich hier, logisch, aber... So, hier geht's auch nicht weiter. Erstmal wieder rasten. Jetzt sind die Hundis halt wieder da, aber der Eindringling, der dürfte ja dann nicht nochmal kommen. Tja, müssen wir mal schauen, wo wir jetzt hier weiterkommen. So Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich glaube nämlich, hier war zum Beispiel was gewesen. Richtig. Hab jetzt einfach mal einen Cut gesetzt. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgesucht, ein bisschen überlegt und so und bin auf die Idee gekommen, dass hier ja noch was war. Also machen wir mal auf. Wunderbar, funktioniert auch. Aber ich meine, das war jetzt irgendwie auch abzusehen gewesen. So. Drachenknochen, Feuerbombe. Ja, nehmen wir mit. Das kriegt man auch auf. Wunderbar. Na toll, irgendeine Abkürzung. Das bringt uns erstmal nichts mehr. Aber immerhin, schon mal was. Aber wahrscheinlich werden es jetzt immer noch so solche Sachen sein. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas Wichtiges noch kommt. Ich werde mal hier noch weiter schauen, ob hier irgendwo was waren. Hier irgendwo Türen gewesen? Ich glaube, von hier sind wir immer gekommen, oder? Von hier sind wir gekommen. War hier unten noch was gewesen? Ich schau mal eben. Ich bin mir da selber gerade unsicher. Ah, jetzt kommen wir erstmal wieder. Okay, also die sind mittlerweile One-Hit. Das ist ganz angenehm. Alter. Ich hasse die Viecher, ich hasse die Viecher, ich hasse die Viecher. So. Heiltrank. Oben ist auch noch irgendwas. Ah, die will erstmal nichts von uns. Ach komm, wir sind mal so frei. Bam. Kann nämlich auch knallen. So, hier ist keine Tür. Ich überlege gerade, war auf dem Weg zum Sünderhügel irgendwas gewesen oder so? Ich glaube, ich gehe dann einfach mal rüber gucken. Alter, hier sind übelst viele. Okay, haben wir auch gekillt. Also hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. War hier noch irgendwo eine Tür? Ah, hier war ja nur dieser Geheimgang, aber... Nee, hier war nichts mehr. Huch! Hätte ja nicht hier runterfallen oder so. Aber ich glaube, da sind wir jetzt weitestgehend auch mit der Festung fertig, ja? Haben die Gargoyles gekillt? Dann haben wir diesen, anderen Boss haben wir auch schon erledigt. Ich werde nochmal hier schauen, dem Turm. Vielleicht war hier noch irgendwas gewesen. Waren hier noch Türen? Auch nicht, ne? Also unten waren noch so Türen gewesen. Ganz unten im Wasser. Aber ich glaube, die haben auch nichts weitergebracht. Weil da waren wir ja so schon drinnen. Ah nee, halt, aber da vor dem Boss waren noch verschlossene Türen gewesen. Da gehen wir nochmal gucken. Vor dem Boss, ich erinnere mich. So, ist hier noch irgendwo eine Tür? Nope. Oben war, glaube ich, auch nichts mehr. Ich schaue es nochmal nach, wenn wir gleich hier sind. Dum, 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 dum. Hier ist nichts. Oh, es ist sehr angenehm, dass die Bogenschützen nicht mehr da sind. Hier ist auch nichts. Aber wir machen nochmal runter eben. Wir machen nochmal Runde. Weil da waren definitiv noch so Kerkertüren. Da hat es auch geleuchtet. Also das sind noch Sachen, die man looten kann. Und die würde ich schon gerne nochmal jetzt nachgucken gleich. So, hätten wir. Hier ist auch nichts mehr. Ah, dammit. So, der ist down. Ah, da sind ja immer zu viele. Das ist auch down. Keine Ausdauer mehr. So, drauf hier.
Aber man merkt ja schon, das Bastardschwert, das macht schon, obwohl das jetzt erst plus 4 ist, schon mehr Schaden. Also wir machen ja die teilweise mit 2 Hits weg und das war davor, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Und ich mag das auch mehr vom Movement-Set, also auch die Reichweite, weil wir halt so ringsrum schlagen mehr. Also wir treffen auch Gegner, die links oder die neben uns sind und das ist sehr, sehr angenehm. So, ich werde jetzt mich aber nicht mit den Typen wieder anlegen. Ich werde einfach wieder durchrennen. Wobei mich mal interessieren würde, was ich jetzt an Schaden an denen mache, aber egal. Das war knapp gewesen. So, auf jeden Fall, hier oben waren auch gleich noch Türen, aber ich glaube, das bringt uns nichts. Ich werde mal gucken, gleich, wenn die Viecher uns in Ruhe gelassen haben. Aber hier auf jeden Fall wird uns das was bringen, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, hier oben? Hier oben, glaube ich, ne? Mal sehen, ob es aufgeht. Na, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Hier ist nichts. Toll, aber hier hat es auf jeden Fall, ich glaube, auf der anderen Seite hat es geleuchtet. Hier kann man nichts machen, ne? Ne, sieht nicht so aus. So, dann gucken wir nochmal auf der anderen Seite eben. Hier unten ist auch nichts mehr. Tja, da wird es dann wahrscheinlich bald ins Loch gehen, so wie es aussieht. So, hier leuchtet es aber. Wird wahrscheinlich irgendwo noch eine Tür geben, ich weiß es nicht. Falls ja, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, wenn es sich denn lohnen sollte. Was war denn jetzt drin? So ein Klitterstein oder so. Dann würde ich dann da nochmal nachgucken. Aber ansonsten bin ich jetzt hier erstmal durch, denke ich. Dann machen wir mal direkt zum Leuchtfeuer. Und so dann ins Loch, ne? Hier ist auch nichts mehr. Das hier finde ich immer ein bisschen komisch, diesen komischen leeren Riesenraum. Egal. Ach ja, das war ja, ach na, das war ja dieses, wo wir jetzt erst nach Majula kommen vorher. Aber egal. So, und dann werden wir jetzt ins Loch machen und da kenne ich mich ja noch gar nicht aus. Das ist ja komplett neu, das Gebiet. Ich überlege gerade nur, ob es irgendwie noch ein anderes Gebiet gab, was wir noch machen könnten. Na, ich glaube eigentlich nicht, ne? Ich werde einfach nur mal durchschauen, schnell, aber ich denke eigentlich nicht. So, wir können sogar noch mal skillen. Bear, seek, lest it. Aufsteigen. So. Ach, ich werde das erstmal Belastung auf 20 bringen. Schlecht ist das auf keinen Fall. So, hätten wir. Das hätten wir perfekt hingehauen. So, reisen. Nein, nein, nein. Also wir, mit der Klerikerin werde ich irgendwann nochmal quatschen, aber will ich gerade irgendwie nicht. Hier war auch nichts gewesen. Niemandswerf brauchen wir auch nicht nochmal. Also hier ist noch irgendein Ring, den ich holen könnte, aber da habe ich jetzt nicht so großes Interesse dran, weil den Ring, die Ringe, die wir haben, die sind schon gut, denke ich. Verlorene Festung haben wir an sich auch. Sünderhügel haben wir an sich auch. Mondturm haben wir an sich auch, ne? Da war ja jetzt nicht weiter gewesen. Also es hatte aber da noch irgendwo geleuchtet. Das wundert mich halt ein bisschen. Es hatte da noch geleuchtet, aber wir sind ja da nicht weitergekommen. Also ich könnte heute nochmal schauen, ob es dann irgendwo lang geht. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal das Loch. Wenn ich im Loch nicht weiterkomme, werde ich wahrscheinlich Mondturm auch nochmal schauen. Ob vor den Gargoyles noch irgendein Weg ist. Das könnte halt natürlich sein. Das könnte sein. Aber ich mache es mal ins Loch. Und wir müssen auch gucken, dass wir jetzt irgendwie mal wieder so einen Zweig finden, dass wir dann diese andere Steinfigur da noch wegbekommen, vor diesem Tor. Und da hat ja auch jemand geschrieben, dass ich damit auch nochmal ein paar neue Gebiete freischalte. Aber ich sag mal so, also war auf jeden Fall dieser Pyromantie-Zauber sich zu kaufen, den Händler da also freizuschalten, das hat sich schon gelohnt. Also gegen die Gargoyles hat mir das richtig viel gebracht, weil sonst hätte ich da wahrscheinlich mit Abstand mehr Versuche gebraucht. So, die Frage ist, ob wir hier vielleicht jetzt tatsächlich mal eine Fackel mitnehmen sollten. Es ist schon scheiße dunkel hier. Und sind das diese Explosionstypen? Ich weiß es nicht. Ich versuche es erstmal jetzt ohne Fackel, aber also ein bisschen was sieht man ja. Okay. Scheiße. Das sind die Flammentypen. Ich mach mal zwei Hand. Okay, dann sind sie wahrscheinlich One-Hit. Okay, das sind gar keine Flammentypen, oder? Ich weiß es nicht. Häftlingslendentuch. Okay. Häftlingshandschuhe. Ah, das Gebiet ist irgendwie total uncool, Leute. Man sieht halt echt gar nichts.
Da unten ist ein Nebel. Kommt dann wirklich schon der nächste Boss, oder wie? So, hier komme ich nicht weiter. Komme ich denn jetzt hier wieder runter? Das erinnert mich auch ein bisschen an... Ich weiß nicht mehr, wie das Gebiet hieß. In Dark Souls 1, nachdem man den Klaffdrache gekillt hat, das Gebiet dann, was danach kam, nach der Kanalisation. Und das war genauso assi gewesen. So, wie komme ich denn jetzt hier bitte wieder weiter? Können versuchen, darüber zu springen. Soll ich das wirklich machen? Ich meine, ich kann halt schlimmstenfalls sterben, ne? Okay, ich würde es einfach mal testen wahrscheinlich. Vielleicht geht das ja. Ich glaube es nicht, Leute. Das ist bestimmt viel zu weit weg, oder? Oh nein! Okay. Ja. Auf jeden Fall ist da unten Nebel. Ach, das wäre ja schon der nächste Boss dann. Wir müssen jetzt wirklich erstmal das Gebiet hier ein bisschen akribisch durchsuchen und einen Überblick bekommen. Und das ist gar nicht so leicht, glaube ich. Also ich mag das Gebiet nicht. Jetzt schon. Aber wenigstens sind das nicht diese Explosionsviecher. Aber hier eine Fackel wäre schon cool. Ich zünd mal eine an. In dem Gebiet, dass wir mal ein bisschen Überblick bekommen. So, die Seelen kann ich jetzt eigentlich verzichten. Das waren ja nicht viele gewesen. Hier sind ja nirgendwo Fackeln. Gehen erstmal hier lang. Boah, Alter, was ist denn das? Hält übelst viel aus. Scheiße. Ausdauer? Es wehrt sich immerhin nicht. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Ich gehe erstmal jetzt hier lang, bevor ich runterspringe. Ich gucke jetzt erstmal noch. Ah, das sind Fackeln. Ah, okay. Sag das doch. Also, kann ich anzünden. Den haben wir immer noch weg. Alter, wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Einmal. So, hier können wir auch noch anzünden. So. Und da sehen wir gleich mal, wo wir schon überall waren. Das ist bei dem Gebiet auf jeden Fall sinnvoll. So, ich mach dann gleich runter zu dem Vieh. Ich will aber jetzt erstmal fix noch erkunden, was hier oben noch so ist. So, hier ist erstmal nichts mehr. Wahrscheinlich kann man hier wieder reinplumpsen, kann ich mir vorstellen. Oh nein, das ist genau wie das Gebiet. Hier werden auch solche Giftpfeile verschossen. Das ist genau wie das andere Assi-Gebiet. Ja. Hier ist noch einer. Ja. Ganz ruhig. Anzünden. Ohne Schild ist schon scheiße. Und ich kann das gar nicht anzünden. Oh nein! Ich muss hier unbedingt wieder mal aufräumen. Das Rumgeswitche ist nervig. So, hier geht es erstmal nicht mehr weiter. Aber wir können hier runterspringen. Ich werde wahrscheinlich mich erstmal jetzt mit dem Vieh noch anlegen. Das erstmal noch killen. Wow, aufpassen. Ich versuche halt nur in Bewegung zu bleiben. Wegen den Giftviechern. So, ist auch Licht. Ja, das bringt nichts. So, dann gehen wir hier erstmal weiter. Ah, das sind das nicht solche Typen, die explodieren? Ich weiß es nicht. Das ist ein großer und ich habe keinen Schild an. Scheiße. Nech. Wartet mal. Na komm. Sehr gut. Das bringt richtig viel. Und er fällt jetzt gleich runter, fast. Okay, ist down. Die bringen irgendwie 1000 Seelenpunkte her, wenn die es aussieht. Gegenstand aufnehmen. Giftiges Wurfmesser. Na!
Okay, ich bin gar nicht vergiftet. Weil ich sehe auch gar nicht die ganze Zeit, wo die, woher die die Pfeile schießen. Aber das ist wirklich genau wie das Gebiet hier, was ich meine. Was hier nach dem Klaffdrache kommt, aus Dark Souls 1. So geht's auch nicht weiter, wir können an die Leiter hochgehen. War ich hier schon gewesen? Können wir noch anzünden. Das machen wir auf jeden Fall alles mal. Boah, ist das übel. Ich konnte gar nichts machen. Ich muss schnell hoch, Achtung. Oh nein, die Leiter ist übelst lang. Neben Stein. Ah, ich nehme die ganze Zeit die guten, hä? Na egal, ich kann es jetzt nicht ändern. So, auch anzünden. Also hier ist das ganz cool mit den Fackeln, muss ich sagen. Wie gesagt, eigentlich war das ja geplant gewesen, von der Engine, von den Lichteffekten, dass das hier viel, viel dunkler nochmal ist. Und ich hoffe ja, dass das dann für PC dann so sein wird. Mal schauen. Ich wollte nochmal gucken, ob da irgendwo was ist. Sieht nicht so aus. Also ich könnte halt hier runter, ne? Aber ich gucke erstmal hier noch weiter. Aber wir kommen jetzt zu dem Nebel, ne? So wie es aussieht. Wir bewegen uns zumindest in die Richtung. Oh nein, das ist schon wieder so ein Dicker. Aber vielleicht können wir den so von hinten killen. Ausdauer. So ist down. Nicht anzünden. Alter! Ich bin noch nicht vergiftet. So. Wir können jetzt ja auch wieder runter machen. Ich bleibe jetzt erstmal noch hier oben. Anzünden. Na komm her. What the fuck? Die machen übelst Schaden. Gut, dass ich das auch mal mitbekomme. Heftig. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ah, das war nur der eine, hä? Weil der hat irgendwie so eine Waffe gehabt. Ich weiß nicht, was die an Damage machen. Giftiges Wurfmesser. Ja, das passt irgendwie zu dem Gebiet. So, wir sind jetzt hier bei dem Nebel offiziell. Boah. Scheiße. Weg hier erstmal. Okay, den killen wir schnell. Wo ist er? Da. So ist down. Das Gebiet ist schon eklig. What the fuck? Wo kommt der denn her? Ist da noch irgendwo einer? Oh, sieht nicht so aus. Wir sind erstmal safe. Oh nein, dass die Fackel jetzt ausnehmen, ne? Sehr bescheuert. Okay. Großschild des bösen Auges. Oh, das klingt gut. Dum, 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 dum. Oh, schade, schade, schade. Die Trefferpunkteabsorbierung. Das ist nett. Da würden wir. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ring stackt. Ein Großschild mit beunruhigenden Verzierungen bedeckt mit den Abdrücken zahlloser Hände. Die wahre Herkunft dieses Schildes ist unbekannt. So sehr er auch poliert wird, die mysteriösen Handabdrücke auf dem Schild lassen sich nicht entfernen. Müssen wir mal ausprobieren. Gerade gegen viele Gegner kann das ziemlich cool sein, das Schild. Ah, da brauchen wir 31 Stärke, sehe ich gerade. Und die Resi sind aber auch ganz ordentlich, ne? Guck gerade, ist hier noch irgendwo sonst noch so ein Effekt? Nee, ne, nee. Feuerresi. 77, ja gut, so viel, also es ist, was halt nervt ist, dass der Absorben auf 80 ist, das ist nicht so cool. Ansonsten, nicht so verkehrt. So, ne, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Nebel, oder? Und gucken mal. Wenn das ein Boss ist, ist halt ein Boss, aber immerhin habe ich jetzt hier überall Licht gemacht. Und ich würde den Weg wiederfinden deswegen. Und so viel sehen haben wir jetzt auch nicht. Das war dumm. Das war dumm. Okay, ich kann es wieder anzünden. Ich glaube, ich darf mit dem Fackeln, das war bestimmt eine andere gewesen. So, drauf jetzt hier. Komm, stirb, stirb, stirb. Oh, der hat immer noch Leben. Ausdauer, 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 so drauf. Okay, Hammer. Aber bevor ich jetzt durch den Nebel gehe, Leute.
denn der hier? Moment. Hier. Hier ist mein Lebensstein. Ey Leute, das ist ultra nervig. Ich muss jetzt hier mal eben aufräumen. Weg. Würde ich schon drinnen lassen. Lebenssteine lassen wir auch mal noch drinnen. Haben wir denn irgendwie noch bessere Lebenssteine? Also einen guten. Ich habe das ganze Zeit die guten verschwendet. Ha? Scheiße. Bitte bilden wir auch raus. Wahrscheinlich setzen wir auch raus. Also damit das hier ein bisschen schneller geht. Ich gucke erstmal noch hier fix durch. Da geht irgendwie eine Leiter auf jeden Fall nach unten. Ach okay, das ist ja der Nebel hier. Ich glaube nicht, dass jetzt hier ein Boss ist, aber ne, ich lasse es einfach. Ich sage einfach gar nichts, wenn ich durch den Nebel gehe. Ah, ich hatte recht. Okay, cool. Das kann ich nicht anzünden? Nee. Dann geht's überall runter. Nehmen wir erstmal die Leiter hier. Da ist ja einer. Ich hab's noch pariert, Leute. Ah, das ist krass, was sie an Schaden machen. Das ist wirklich heftig. So, wir könnten hier runterspringen. Jetzt nicht durch. Hm, na dann. Okay, das hat reingehauen. Oh nein, 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 nein. Alter, man sieht die teilweise aber einfach nicht. Jetzt hier weiter runter. Boah, eklig. Wow, 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 ausweichen. Den haben wir. Ausdauer, Ausdauer. Oh, wow, 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 das sind richtig viele. Scheiße, scheiße. Einfach zuhauen, einfach zuhauen. So, Achtung. So, haben wir auch. Das war aber knapp gewesen. Wurfmesser. Häftlingshandschuhe. Müssen wir uns auch mal angucken. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die gut sind. Das wäre solche Giftdinger. Ah, da geht's lang. Ah, da bin ich irgendwie vergiftet, wenn ich jetzt gegenhaue, ne? Halt, ich nehme mal den Bogen rein. Ausrüstung. So. Hätten wir. Fackel aus, ne? Oh, das ist doch bescheuert. Muss mal zielen hier. Und ich hau die ganze Zeit die guten Pfeile raus, ne? Egal. Aber ich hätte hier schon gerne eine Fackel eigentlich. Muss ich sagen. Das sah ja sehr grazil aus. Ah, da ist eine Fackel. Finstere Nebel. Okay. Ich will hier eine Fackel haben. Lebensstein. Ja, wir gucken erstmal. Wir gehen. Man sieht halt echt fast gar nichts. Nee, Leute. Ich brauche eine Fackel hier. Müssen wir nochmal hoch eben zum nächsten letzten, was ich angezündet hatte. Ich hoffe, dass hier irgendwo noch was ist. Sieht schlecht aus. Habe ich hier irgendwo noch was angezündet? Scheiße, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Da vorne leuchtet es, da komme ich so jetzt nicht hin. Da leuchtet es auch, da komme ich nicht hin. Ich bin hier runtergesprungen. Und sehe gerade, dass hier auch leuchtet. Giftpfeil. Ah, das ist jetzt scheiße. Ich hoffe einfach mal, wir gehen jetzt doch einfach mal weiter und hoffen mal, dass wir ein Leuchtfeuer finden. Alter.
Das lief so gut. Das ärgert mich jetzt. Und das Ding ist, ich muss an dieser Tür erstmal Schluss machen mit der Session, damit ich jetzt, wahrscheinlich die Folge wird schon eher Sonntag sein, aber damit ich jetzt für Samstag noch die Folgen produzieren kann, weil es ist bei mir jetzt Samstagvormittag gerade. Deswegen werde ich an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Nächste Folge, beziehungsweise nächste Session ist ja ziemlich offensichtlich, wie es dann weitergeht. Wir werden das Gebiet hier weiter erkunden. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich mich entschieden habe, hier alles anzuzünden. Weil so werden wir den Weg jetzt halbwegs gut wiederfinden erstmal, wo wir langgelaufen sind. Und so schlecht wird das nicht sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es von da aus, wo wir den Nebel weggemacht haben, gar nicht mehr so weit ist zum nächsten Leuchtfeuer. Könnte ich mir vorstellen. Weil das war ja schon ein ganzes Stück gewesen, was ich da zurückgelegt hatte. In diesem Sinne würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Tschö.